Wenn es darum geht, wie Digitalisierung unsere Gesellschaft verändert, dann wird ja häufig so die Parallele gezogen zwischen der industriellen Revolution vor 150 Jahren und der digitalen Revolution heute. Und ein Aspekt, der sich damals stark verändert hat und heute stark verändert, ist die Frage, wie verstehen wir Arbeit, wie sieht Arbeit heute aus und wie entstehen Innovationen in diesen Arbeitsprozessen. Damit jahrelang beschäftigt hat sich Ulrich Klotz. Herzlich willkommen. Hallo. Sie sind Informatiker und haben bei der IG Metall zuletzt sich mit Informationstechnik, Wissenschaft, Wissensgesellschaft und Zukunft der Arbeit beschäftigt. Und sie treibt seit Jahren diese Frage um, wie entsteht eigentlich Innovation bei Arbeitsprozessen. Warum, fangen wir mal so an, warum hat Sie das so beschäftigt? Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen? Also mein Ausgangspunkt war, nach dem Studium habe ich bei Nixdorf in der Forschung gearbeitet und habe da erlebt, wie die damals neue Idee des PC, also die Mikrocomputer, entstanden da. Und ich hatte als Diplomarbeit auch so einen Mikrocomputer noch gebaut. Und wir waren damals begeistert von dieser Vorstellung, dass ein Mensch einen Computer haben könnte. Das war ja für die Zeit völlig undenkbar eigentlich für viele Leute. Und ich habe dann da gemerkt, dass diese Ideen verworfen worden sind von dem Top-Management. Der alte Nixdorf hat damals gesagt, wir bauen Lastwagen und keine Mopeds. Das ist alles Spielkram, machen wir nicht. Ne? Und das war ja in den 70er oder 80er Jahren auch eine Vorzeigefirma und die ist ja dann vom Markt verschwunden. Und ich habe ähnliche Prozesse immer wieder erlebt bei anderen Firmen und habe immer wieder festgestellt, wie schwer oder wie viel Widerstände neuen Ideen entgegengebracht werden. Also neue Ideen, oder damit aus einer Idee eine Innovation wird, ne? Damit sie umgesetzt wird, muss ich eine ganze Menge Widerstände überwinden. Und diese Frage, wie lernfähig Organisationen sind und was unterscheidet eigentlich innovationsfähige von weniger innovationsfähigen Organisationen oder Unternehmen? Diese Fragen haben mich lange beschäftigt. Und da spielen ganz viele Aspekte eine Rolle. Also wie wird Wissen in der Organisation kommuniziert? Es gibt ja ganz viele Barrieren, klassische Barrieren in typischen Organisationsformen, also in Hierarchien. Jede Hierarchieebene, da braucht eine neue Idee erstmal eine Weile, braucht häufig ein paar Jahre, bis sie in eine Ebene weiterkommt. Die Abteilungsgrenzen sind Barrieren und von daher kommt man dann sehr schnell zu der Frage, wie wird eigentlich Wissen weitergegeben? Und nochmal zurück zu dem Ausgangspunkt. Sie sagten ja, die Industrialisierung hat vor 150 Jahren angefangen. Ich setze das viel früher an. Die Industrialisierung hat für mich angefangen mit der Entwicklung des Buchdrucks. Bücher waren die ersten industriell hergestellten Produkte. Und das war der Anfang eigentlich der Massenproduktion. Und ich glaube auch, dass mit der Einführung des Buchdrucks, was sich ganz grundlegend was verändert hat, wie sich überhaupt, wenn die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren, dann hat sich in der Gesellschaft immer was ganz grundlegend verändert. Das war mit der Einführung der Schrift so, das ist mit der Einführung des Buchdrucks gewesen, da ist im Grunde genommen eine neue Gesellschaft entstanden. Und die Informationstechnik und das Internet im Speziellen sehe ich quasi als den Buchdruck der Neuzeit. Ne? Das macht ja im Prinzip nichts anderes als der Buchdruck damals auch. Das war einfach die Möglichkeit, Informationen zu verbreiten und zu verteilen, ist kostengünstiger geworden, es ging besser. Und das ist heute mit dem Internet jetzt auch nochmal potenziert. Und, aber ich wollte nochmal zurückkommen zu dieser Frage, wie Innovation funktioniert in solchen Strukturen. Was sind denn die Parameter, die Innovation befördern? Das eine haben Sie genannt, das ist Wissenstransport, also Kommunikation. Was noch? Also wenn ich es ganz einfach formuliere, Innovationen entstehen dann, wenn Menschen können, das heißt, wenn sie qualifiziert sind, B, wenn sie wollen, das heißt, sie müssen motiviert sein und C, wenn sie dürfen, wenn man ihnen den Freiraum gibt, ihre Ideen auch tatsächlich realisieren zu können oder denen nachgehen zu können. Ne? Und sind die Bedingungen jetzt durch das Netz und die Digitalisierung besser geworden für Innovationen? Kann man das so generell sagen? Die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren, ändert sich natürlich in manchen Ecken. Es gibt ja völlig neue Formen, wo Menschen miteinander kooperieren, ohne diese ganzen lästigen Begleiterscheinungen aus klassischen Unternehmensstrukturen. Also nehmen wir beispielsweise die Open-Source-Communities. Da entstehen ja Produkte von Weltklasse-Niveau, also ob das ein Browser ist oder was weiß ich, sowas wie Apache oder viele andere Sachen, sind ja in Open-Source-Communities entstanden, wo Leute mit großer Motivation über Jahre hinweg zum Teil an Projekten arbeiten. Und was mich fasziniert dabei ist, ich habe häufiger erlebt, dass Leute, die beispielsweise tagsüber in einem Datenbanksystem arbeiten, in einem klassischen Unternehmen und das oft mit gar keiner großen Begeisterung machen, weil sie irgendeinen Chef vor der Nase haben, der
von Ihrer Arbeit wenig versteht, aber trotzdem immer sagt, wo es lang geht. Und Sie machen nachts im Open-Source-Projekt dieselbe Arbeit mit großer Begeisterung, weil da anders miteinander umgegangen wird. Da gibt es sowas wie Wertschätzung, da gibt es Anerkennung, da wird respektvoll miteinander umgegangen, tolerant und so weiter. Und das arbeiten viele, ja, ohne Geld. Ja, häufig. Ja. Und, viele, und vieles, was im normalen Arbeitsleben halt nicht der Fall ist. Also das, ich finde ja, es gibt so, wenn man es mal auf Extrembeispiele zuspitzt, das andere Extrembeispiel ist France Telekom oder sowas, wo Leute zum Teil, also doch ziemlich viele Techniker und Ingenieure in den Selbstmord gegangen sind, weil die Arbeitsbedingungen so mies waren. Das ist das eine Extrem. Und Open Source ist das andere Extrem und die Realität in den meisten Unternehmen spielt sich irgendwo dazwischen ab. Aber warum, wenn man das so genau beschreiben kann, wie Sie, diese drei Faktoren, und wenn es so viele Beispiele gibt, wo Menschen ohne diesen Faktor Entlohnung, sondern nur mit diesem Faktor Reputation, Anerkennung, Selbstverwirklichung, Freiheit, enorme Innovationen nach vorne bringen. Warum ist es so schwer, diese Anreizmechanismen für Innovationen, dieses gute Biotop, ja, in große Firmen zu übertragen? Ja, wir müssen ja gucken, also es ändert sich was ganz Grundlegendes. Diese Vokabeln wie Wissensgesellschaft und Wissensarbeit sind ja häufig so Schlagworte, aber da steckt tatsächlich was dahinter. Der Peter Drucker hat ja diesen Begriff Wissensarbeiter 1959 geprägt und auch den Begriff der Wissensgesellschaft. Und er hat damals schon sehr klar erkannt, dass mit der Ausbreitung der Informationstechnik der Grad der Spezialisierung der Leute immer größer wird. Das heißt, ich habe immer mehr Spezialisten an allen möglichen Stellen und dass die Arbeit natürlich auch immer wissensintensiver wird. Also ein Krankenpfleger weiß heute vielleicht mehr als ein Arzt vor, was weiß ich, 200 Jahren oder sowas, ne? Und er hat gesagt, er hat den Wissensarbeiter so definiert, ein Wissensarbeiter ist jemand, der mehr über seinen Job versteht als jeder andere in dem betreffenden Unternehmen. Aber wenn ich da mal genauer hingucke, dann weiß ich, dass der größte Teil der Menschen heute Wissensarbeiter sind. Also auch ganz viele Arbeiter an der Maschine oder sowas, die ihren Prozess sehr, sehr gut kennen. Die haben einfach mehr Erfahrung als jeder andere und auch ein Lagerverwalter, der selbst tätig Disponenten Lieferanten disponiert und sonst was. Das sind alles Wissensarbeiter. Ich glaube, gibt niemanden im Unternehmen, der diese Arbeit besser, mehr weiß, als der selber macht. Ja. Das war früher anders. Also mit Beginn der Industrialisierung gab es natürlich jede Menge ungelernte Leute, die vom Land kamen und dann in die Fabriken kamen. Die Arbeit war auch sehr stark zergliedert und da gab es noch diese Trennung zwischen Entscheidungsträger und Ausführer. Und das Problem ist, wir haben heute überall noch diese tayloristischen Strukturen, wo wir Entscheidungen und Ausführungen eigentlich getrennt haben, durch die Hierarchieebenen weg. Und die Leute haben sind aber heute Wissensarbeiter. Und das Problem ist, sie haben Vorgesetzte vor der Nase, die von der Arbeit sehr viel weniger verstehen als sie selber, aber trotzdem entscheiden. Und in der Praxis führt das dazu, und das geben ja die jährlichen Statistiken, Untersuchungen von Gallup, dass 2/3 der Leute total unzufrieden sind mit ihrer Arbeit und den Job sofort wechseln würden, wenn sie wüssten, es wäre woanders besser. Oder ich glaube, der Anteil der Leute, die mit innerer Kündigung arbeiten, liegt so bei 20% mittlerweile und steigt ständig. Ne? Das ist ein Spiegel. Dieses, sag mal, sehr wissende, autonome Arbeiterindividuum gibt, was weiß, dass es niemand so viel mehr weiß als er selber. Man kann Wissensarbeiter und hierarchische Strukturen, das beißt sich, das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Wissen ist ja nicht hierarchisch organisiert, sondern Wissen ist in einer Situation entweder relevant oder irrelevant. Also nehmen Sie das Wissen eines Chirurgen. Ein Chirurg wird beispielsweise besser bezahlt als ein Pfleger oder jemand, der Reha-Maßnahmen betreibt oder so. Aber in einer bestimmten Situation ist das Wissen von dem einen sehr viel wichtiger als in einer anderen Situation. Das heißt, Wissensarbeit kann man nicht hierarchisch organisieren, sondern das muss nach der jeweiligen Relevanz gehen. So ist das ja zum Beispiel bei den Open-Source-Teams oder Projekten ist das auch so. Da wird für bestimmte Projekte, für bestimmte Zeiteinheiten hat jemand den Lead für irgendein Projekt und das wechselt dann aber. Ne? Und wir haben aber heute viele Situationen, wo die Leute qua Planstelle, qua Amt meinen, sie wüssten alles besser. Ne? Und gibt es denn, sagen wir mal... Und das Problem ist, um auf das Stichwort Innovation zu kommen, ist, dass dann häufig, wenn jemand mit einer neuen Idee kommt, neues oder unsere Strukturen sind so aufgebaut, immer noch nach dem Prinzip Wissen ist Macht. Und Innovationen bedeuten neues Wissen. Das heißt, neues Wissen gefährdet immer altes Wissen und damit auch bestehende Machtstrukturen. Das ist jetzt sehr einfach gezeichnet. Von daher werden neue Ideen von vielen Leuten, vor allen Dingen von denen,
die Privilegien haben, die Macht innehaben, werden die als Bedrohung empfunden und häufig verworfen. Es gibt unendlich viele Beispiele in der Geschichte. Ich habe mich lange vor allen Dingen mit der Geschichte gescheiterter Innovationen in diesem Land beschäftigt. Also es ist ja nicht nur die MP3-Entwicklung oder sowas hier entwickelt und woanders vermarktet, sondern es gibt unendlich viele Beispiele, gerade von Entwicklungen aus Deutschland, die dann hier verworfen worden sind vom Management. Also nehmen Sie so ein Beispiel wie Tintenstrahldrucktechnik. Ist in den 70er Jahren bei Olympia in Leer entwickelt worden. Das Top-Management hat gesagt, Quatsch, so eine Technik braucht man nicht, kann man keine Durchschläge mitmachen. Ist ein Multimilliardenmarkt geworden. Und ja. Okay, also das habe ich verstanden, dass sozusagen Ihre These ist, Wissensarbeit und Hierarchie geht nicht miteinander, weil in dieser Hierarchie ist Wissen immer Macht und jeder, der Macht hat, empfindet neue Ideen von unten immer als Bedrohung, häufig, und Gefährdung. Die Chancen jedenfalls nicht. Ja. Ne? Und deswegen ist er dazu geneigt zu unterdrücken. Jetzt heißt es ja, Deutschland sei da besonders schlecht drin. Also MP3, ja, das berühmte Faxgerät, also wo ja, Sie sagen... Das ist ein Phänomen, also wenn man mal guckt, was unsere Stärken sind. Also ein Großteil der deutschen Wirtschaft, der deutschen Gesellschaft basiert oder lebt eigentlich von Innovationen, die vor etwa 100 Jahren entstanden sind. Auch Maschinenbau, Automobilindustrie, chemische Produkte und so weiter. Das sind damals große Innovationen gewesen. Da war Deutschland sehr, sehr innovativ und fortschrittlich. Während, wenn ich in andere Teile der Welt gucke, wenn ich die großen Firmen der Welt heute nehme, ein Großteil der Firmen, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, weil die auf Innovationen basieren, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, die findet man in Europa nur noch wenige, in Deutschland auch kaum. Die sitzen alle in Kalifornien und woanders. Ne? Und ich glaube, da hat sich was geändert. Und das Problem ist, und da müssen wir jetzt aber sehr tief umgraben, ich glaube, dass wir sehr stark in Industrie, gesellschaftlichen Kategorien und Wertesystemen denken. Wir Deutschen. Oder ja, zum Beispiel, ja, nicht nur wir Deutschen, sondern die alten Industrienationen. Ne? Also zum Beispiel, was ein Mensch anstrebt als Karriere. Aber bei uns ist es so häufig schon noch so, dass als Karriere begriffen wird, möglichst viele Leute unter sich zu haben, viel zu sagen zu haben oder sonst was. Man könnte auch ein anderes Verständnis von Karriere haben, sich in viele Richtungen entwickeln zu können, also horizontale Karriere. Möglichst viel verschiedene Sachen zu machen und sich im Leben breit entwickeln zu können. Also eine ganz andere Perspektive. Ne? Was mich nochmal interessiert ist, wenn Sie jetzt sozusagen dieses Phänomen beschrieben haben, warum Wissensarbeiter und diese klassische Unternehmenshierarchie so schlecht zusammenpassen. Das verstehe ich. Nun ist aber das Phänomen des Wissensarbeiters nicht ganz neu. Können Sie so mal so Positivbeispiele nehmen von Unternehmen, die es geschafft haben, ein Unternehmen zu kombinieren mit einer Unternehmenskultur, in der eben Wissensarbeiter so arbeiten können, wie sie sich das vorstellen? Ja, man kann das schon, glaube ich, auch schlicht am Erfolg der Unternehmen erkennen. Also das ist, aber was sind denn das dann? Was haben die, was machen die anders? Was also ich glaube, wenn man es ganz einfach sagt, also innovative oder erfolgreiche Unternehmen sind Unternehmen, in denen sie auch die Menschen machen lassen. Also Innovation entsteht ja auch nur, wenn man die Leute machen lässt. Ne? Also ganz 21% berühmten ja, Freizeit, die ja, oder jeder hat. Oder 3M war ja mal so eine Firma, die jede Menge, also die haben fast jeden Tag eine Innovation gehabt, also angefangen von den kleinen gelben Zetteln oder sowas, die auch alle in der Non-Directed Time entstanden sind. Das heißt, in der Zeit, wo Leute machen konnten, was sie selber, oder Ideen, von denen sie begeistert waren. Also Freiraum ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt. Und Freiraum haben wir heute in vielen Entwicklungsabteilungen oder so Leute viel zu wenig. Die arbeiten unter ganz starkem Zeitdruck in den Projekten und haben eigentlich Ideen, die sie gerne machen würden, aber ich kenne auch viele Beispiele, wo Leute Ideen in der Schublade lassen und sagen, ach, die bringt mir eigentlich nur Ärger, ne? Was soll ich damit rauskommen? Ne? Aber dann ist ja sozusagen das, was, sag mal, wenn man sich sozusagen unseren Kopf so als Wissensofen vorstellt, ne? Also indem wir sammeln so Wissen an und das, was da so bei so verbrannt wird und was dabei so entsteht, ist sowas wie Enthusiasmus oder sowas und Liebe und zu den Sachen, die man macht, die einen so vorantreiben und aus denen weiß man ja dann auch, wenn man sozusagen alle Zusammenhänge vergisst und sich völlig verliert in einer Sache, dass dabei die wirklich in dieser Geistesverfassung sozusagen diese neuen Ideen entstehen. Und das braucht aber Raum, oder? Das ist dieser Enthusiasmus, der kann sich nur entfalten, wenn der Wissensmensch seinem Wissen konsequent folgen kann, oder? Und nicht. Also das braucht Raum. Also Begeisterung ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und jetzt muss man mal gucken, also ich komme noch auf einen anderen Aspekt. Also ich habe mich viel in meiner Tätigkeit mit Forschung und Entwicklung beschäftigt, auch mit Forschungspolitik. Ne? Und da finde ich auch zum Teil eine Erklärung darüber, dass wir heute so Schwierigkeiten haben, in Deutschland mit neuen Entwicklungen mitzukommen, weil der Staat gibt ja beispielsweise sehr viel Geld für Forschung aus,
Und ich sehe in der Praxis häufig, dass es dazu führt, dass junge Studenten oder Absolventen, Doktoranden und die ersten Forschungsprojekte machen, die gucken, wofür gibt es Geld. Ne? Das heißt, die machen dann das, wofür es Geld gibt. Und es wäre genau andersrum, wofür sie brennen. Das wäre ein ganz anderer Weg. Ne? Dafür gibt es aber kein Geld, weil diese Idee in den Gremien, wo entschieden wird, was gefördert wird. Wie kann man das? Und das Grundproblem ist, da sitzen ja in diesen Expertenrunden, ich habe selber auch lange in Beiräten im Forschungsministerium gesessen, sitzen Leute zusammen, die meinen, die könnten sagen, welche Technik Zukunft hat. Ne? Die fördern halt die Entwicklung A und nicht die Entwicklung B. Ne? Und vielleicht gibt es auch noch eine Entwicklung C, die kriegt dann sowieso kein Geld, weil die ist gar nicht in den Köpfen drin. Das heißt im Grunde genommen, die Gegenwart und die Vergangenheit hat immer eine starke Lobby. Aber das, was in Zukunft entsteht, kann ja noch gar keine Lobby haben. Ne? Das ist ein Grundproblem. Ne? Und im Grunde genommen müsste man eine ganze Menge von den Forschungsetats, was weiß ich, völlig frei vergeben, außerhalb dieser etablierten Gutachterrunden, die sich alle gegenseitig kennen und so weiter. Also wir haben vor allen Dingen, nehmen wir mal so ein Beispiel, in den 70er Jahren ist der größte Teil des Geldes für Forschung in Deutschland in den Großforschungszentren und im Bereich der Atomindustrie ist da investiert worden. Da sind die ganzen Großforschungszentren dann entstanden. Gleichzeitig haben in den USA eine Reihe junger Leute Firmen gegründet wie Microsoft und Apple und sonst was, die heute Weltkonzerne sind, ohne Staatsknete, ne, sondern mit Begeisterung. Ne? Und ich glaube, dass zum Beispiel viel Geld in Forschung, wenn es in falsche Bereiche geht, eher Innovationen verhindert als fördert. Ne? Weil nämlich im Grunde genommen die Vergangenheit oder halt die Entwicklungen gefördert werden, von denen manche Leute annehmen, dass sie kommen. Ne? Und da ist natürlich ganz viel Lobbyismus dabei. Ne? Und da kriegt dann halt eine Firma wie Siemens, die jahrelang den Großteil des BMBF-Etats kassiert hat, die kriegt halt quasi Subventionen. Das ist aber keine Innovationsförderung, sondern das ist Technikförderung. Das ist ein großer Unterschied. Und das ist dann sozusagen, dann ist diese Forschungslandschaft das Äquivalent zur Hierarchie im Unternehmen. Es gibt halt oben jemanden, ja, es gibt Leute, die sagen, wo es lang geht, was wichtig ist. Forschungsminister und da gibt es Abteilungsleiter, ja. Und da gibt es so und so viele Gutachterrunden, die meinen, ich bin der Experte, ich weiß, wo es lang geht. Und tatsächlich stellt sich raus, wenn man mal die Geschichte aller wichtigen Innovationen betrachtet, die sind am Anfang immer als totale Spinnerei bezeichnet worden. Da ist immer gesagt, das ist völliger Unsinn. Ne? Und da kriegen wir ja, glaube ich, auch die Kurve zum Internet, zum Urheberrecht. Wir beschäftigen uns jetzt ja hier damit. Was ist sozusagen für Sie, wo kommt da das Urheberrecht ins Spiel? Ich würde es mal ganz allgemein formulieren. Ich glaube, dass eine Gesellschaft, also was mich beschäftigt, ist die Frage, wie kann man Beiträge liefern zur möglichst positiven Entwicklung der Gesellschaft, in einer Gesellschaft, in der es möglichst vielen Leuten möglichst gut geht. Und ich glaube, dass ein möglichst freier Fluss oder das Wissen in der Gesellschaft, was in der Gesellschaft erarbeitet wird, dass das möglichst frei fließen kann und jedem zugänglich ist, ist letztlich für die Entwicklung der Gesellschaft, für die Entwicklung von Volkswirtschaft eigentlich am besten. Das heißt, dass man möglichst wenig Barrieren da einbaut. Und das Urheberrecht, allein schon, ich habe schon Schwierigkeiten mit den ganzen Begriffen, das sind im Grunde genommen alles nur Barrieren im Wissensfluss, ne? Und, also Kopierschutzmechanismen, ja, Patente, dergleichen. Ja, vor allem auch im Wissenschaftsbetrieb oder so. Also es ist ja heute, es wird ja auch immer schwieriger. Also wenn ich mir angucke, was gerade in den letzten Jahren passiert ist, wird einfach für viele Leute Wissen nur noch zugänglich, wenn sie genügend Geld im Portemonnaie haben. Das heißt zum Beispiel Fachzeitschriften oder so sind zum Teil jetzt derartig teuer geworden, dass sich auch viele Universitätsbibliotheken das gar nicht mehr leisten können. Ne? Das heißt, der Zugang zu wirklich sehr wertvollem Wissen ist extrem von der jeweiligen Finanzkraft abhängig. Und das fördert letztlich eine Spaltung der Gesellschaft. In die Schere zwischen den Gewinnern und den Verlierern dieser Veränderungsprozesse geht weiter auf, weil diejenigen, die den Zugang zu dem wertvollen Wissen sich kaufen können, die halten natürlich noch mehr und haben dann natürlich noch bessere Möglichkeiten, profitabel neue Sachen zu machen, während andere hinten runterfallen. Und das ist ein Problem. Und ich denke, um eine möglichst sowas wie Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu fördern, muss man auch einen möglichst gerechten Zugang zum Wissen ermöglichen, weil man kann Wissen sowieso nicht so einfach einer einzelnen Person zuordnen, weil es ist immer eine Summe von ganz vielen Einflüssen. Also wenn Sie eine neue Idee haben, dann können Sie letztlich auch nicht genau hier sagen, wie das eigentlich entstanden ist. Da stecken ganz viele Einflüsse und Ideen von tausend anderen Leuten mit drin. Ne? Also ich bin gar nicht so sicher, mir fällt das nur so gerade ein, bin nicht ganz sicher, ob das passt, aber der Chris Anderson, der hat so ein Buch geschrieben, von Wired ist er Autor und er hat Longtail geschrieben und er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Free und er beschreibt so dieses Phänomen, Free im Sinne von umsonst, also gratis Informationen und der hat so beschrieben, aus diesem industriellen Zeitalter gab es halt so verschiedene Rohstoffe, aus denen so die Sachen alle gemacht wurden, Materie. Gibt es auch immer noch. Gibt es immer noch, aber das, was jetzt sozusagen diese Wissensgesellschaft treibt, ist die Idee, ist Wissen.
Und wenn das frei fließt, wird es besonders günstig, weil es sozusagen überall vorhanden ist und alle haben sehr viel Wissen und es entsteht dauernd Neues. Und die Idee an sich und das Wissen an sich verliert sozusagen an Wert. Ja, also die Art des Wettbewerbs ändert sich eigentlich. Es wird ein Wettbewerb von Ideen, wobei natürlich, wenn ganz viel dann kopiert wird und gesampelt wird und geklaut wird oder sowas, die Dynamik immer größer wird und die Zeit, in der eine bestimmte Idee eine Wirksamkeit hat oder verkauft werden kann, ist dann natürlich sehr kurz. Aber ich will nochmal auf einen anderen Punkt kommen, weil Sie gerade anfingen mit Rohstoffen und so weiter, die Faktoren, die eigentlich früher wichtig waren. Es gibt eine grundlegende Änderung in der Gesellschaft, wenn sich Knappheiten ändern. In der Agrargesellschaft war Boden der knappe Faktor und da gab es Streit, Kriege um Ländereien. Dann gelang es mit Hilfe von Maschinen, Energie, die in den Bodenschätzen drin war, in Kohle und so weiter, in Arbeit umzuwandeln. Und man hätte diese Prozesse, diese Energieintensivierung von Produktionsprozessen beliebig weit treiben können, wenn es genügend Kapital gegeben hätte. Das heißt, da wurde Kapital der knappe Faktor und der Kapitalismus hat den Feudalismus abgelöst. Man hat ja dann damals auch von Schlotbaronen und so weiter gesprochen. Und heute gibt es einen neuen knappen Faktor. Also das, was es heute im Überfluss gibt, ist ja Information. Wir alle als offene Information haben gar keine Chance, das jemals alles aufzunehmen, was wir gerne aufnehmen würden. Und genau, die Lawine wird immer größer und die wächst exponentiell. Und die Fähigkeit, Information in Wissen und in Bedeutung zu verwandeln, die wird demgegenüber relativ knapp. Das heißt, je größer die Informationslawine wird, desto knapper wird diese Fähigkeit, aus Informationen oder aus Daten irgendwie Wissen zu machen. Daten selber oder Informationen sind ja völlig langweilig. Ich muss das ja irgendwie in Bedeutung verwandeln. Und das macht man mit dem, was man Humankapital nennt oder sowas. Und Humankapital kann ich nicht beliebig vermehren. Ne? Deshalb ist das, was man zum Beispiel heute als Fachkräftemangel oder so erlebt und der War for Talents oder sowas, das sind Vorboten eines grundsätzlichen Wandels, in dem diese Fähigkeit, Informationen in Wissen zu verwandeln, der neue knappe Faktor wird. Und das heißt, die hochqualifizierten, die talentierten Leute, die sind im Grunde genommen die Träger des neuen knappen Faktors. Das sind im Grunde genommen die Leute auch, die das Sagen haben. Die Firmenlecken müssen ja heute hinter solchen Leuten herlaufen. Ist ja häufig umgekehrt. Also das heißt, da verändern sich schon Machtverhältnisse eigentlich. Und natürlich gab es in der Industriegesellschaft auch noch einen agrarischen Bereich. Und natürlich wird es in der Wissensgesellschaft auch industrielle Bereiche geben. Aber die knappen Faktoren sitzen an ganz bestimmten Ecken. Der Richard Florida hat das mal sehr schön beschrieben. Der hat weltweit untersucht, wie unterscheiden sich eigentlich erfolgreiche von weniger erfolgreichen Regionen. Es gibt ja häufig so ganz kleine Inseln der Prosperität, wo ganz viel passiert. Und dann ganz viel, also nehmen wir auch die USA. Was weiß ich, die USA verdienen, das Durchschnittseinkommen pro Kopf ist 33% höher als in Deutschland, also ein Drittel höher. Aber wenn man mal genauer hinguckt, gibt es in den USA ganz große Bereiche von Armut, der Rust Belt oder sonst was. Und kleine Inseln im Silicon Valley oder ums MIT rum oder sowas, wo das Wissen konzentriert ist, wo diese Träger dieser knappen Ressource da sind, da geht dann auch das ganze Kapital hin, da wird viel investiert. Ne? Und da wird schon deutlich, dass sich im Grunde genommen in Zukunft die weltweite Entwicklung nicht anhand des Zugangs zu Bodenschätzen und so weiter entscheiden wird. Das spielt natürlich auch eine Rolle, aber vor allen Dingen auch an dem Zugang zu Wissen oder wie weit es gelingt, attraktiv zu werden für Leute, die viel im Kopf haben. Ich sage es mal so ganz kurz. Ne? Und das spielt natürlich dann auch wieder auf die Firmenstruktur ein. Also solche Leute gehen natürlich dann nur dahin, wo sie sich sozusagen entfalten können. Ich komme auf einen anderen Punkt, der mir noch gerade eingefallen ist, als ihr das sagt mit den Rohstoffen. Früher oder bei industrieller Produktion ist ja so, dass ein Wettbewerb zum Beispiel um Kosten, um bestimmte Güter möglichst kostengünstig herzustellen. Heute wird es immer mehr ein Wettbewerb, ein Innovationswettbewerb. Die Vervielfältigung von vielen Produkten, also wir machen heute sehr viel mehr Geld mit immateriellen Gütern, vor allem mit digitalisierbaren Gütern. Also das, was Sie machen, was Sie als Film machen, das ist digitalisierbar, kann beliebig kopiert werden. Das heißt, die Kopien von Büchern, von Filmen, von Software oder sowas spielt gar keine Rolle. Das, was industrielle Arbeit kennzeichnet, die Vervielfältigung. Um ein Auto zu vervielfältigen, muss ich richtig viel Arbeit reinstecken. Bei einem Film oder einem Buch oder einem Musikstück ist die Vervielfältigung uninteressant. Das heißt, Arbeit wird immer mehr Unikatarbeit. Und die Leute haben nur noch eine Chance, wenn sie irgendwas können, was andere nicht können. Ne? Wenn sie irgendein wirklich ein Unikat herstellen können. Wenn sie das Gleiche machen wie andere, treten sie sofort in Wettbewerb mit ganz anderen Leuten. Wir sehen das ja,
dass im Bereich der Industriegüter jetzt ganz andere Länder auch nachrücken und demnächst manche Sachen genauso gut machen können wie wir selber. Ne? Und, ja, und was da ja auch reinkommt, ist diese ganze, sagen wir mal, Revolution der Produktionstechnik mit diesen, ich nenne es mal 3D-Druckern, also wo man dann... Ja, das ist ein spezielles Beispiel. Nee, gut, aber das ist schon so, dass selbst die Gegenstände, die man heute noch Materialmassen fertigt, Salatschüsseln oder Ersatzteil für meine HiFi-Anlage, das werde ich mir in Zukunft, wird sich jeder zu Hause selber drucken können, wenn er, oder in fernerer Zukunft, aber es geht dahin, der Tendenz geht zu diesen kleinen Serien und dazu muss man kein Fertigungs-Know-how mehr haben, sondern man muss wissen, wie das funktioniert. Man kann heute Unikate, also bei materiellen Gütern Unikate herstellen, fast zum gleichen Kost, zu dem gleichen, mit dem gleichen Aufwand wie das Massenprodukt, weil also was man Mass Customization nennt oder so, da kann man wirklich ohne Karte aber ich will noch mal herstellen, indem man einfach nur das Programm, was die Maschine steuert, rüberschickt. Genau, und, aber ich will nochmal jetzt zum Schluss diesen Zirkel ziehen zu den, sagen wir mal, zu diesen Biotop-Unternehmen. Wenn Wissensarbeiter so sehr gefragt sind und Mangelware werden und alle Unternehmen ihnen hinterherlaufen, sehen Sie einen Trend, dass sich Unternehmen so verändern, dass sich Wissen bei ihnen wohler fühlt? Ich glaube, das ist einfach eine evolutionäre Geschichte. Also die Firmen, die sich dahin verändern, und es gibt schöne Beispiele, die haben sind erfolgreich und die anderen gehen den Bach runter, die das nicht machen. Also insofern, ob die sich nur ändern oder ob das neue Firmen entstehen, die gleich eine andere Kultur leben, also für mich so Unternehmenskultur oder Innovationskultur ist für mich so ein Stichwort. Also ich nehme so ein Beispiel, nehme mal dänischen Hörgerätehersteller Oticon. War sehr groß und die hatten sehr große Schwierigkeiten, als die Digitalisierung dieser Technik eingeführt worden ist und waren fast am Bankrott gehen. Die standen wirklich mit dem Rücken zur Wand und die haben dann alles, was sie hatten, quasi über Bord geschmissen. Ihre ganze Planstellenstruktur, die Abteilungsstruktur und sonst was. Und die haben heute ein System, was die Spaghetti-Management oder sowas nennen. Wir haben auch eine Reihe Preise dafür gekriegt. Im Grunde genommen haben sie einen Markt im Unternehmen und die Leute suchen sich ihre Projekte selber. Die wissen ziemlich gut, was sie selber können und sie wissen auch, in welchem Projekt das hinpasst. Die wissen das viel besser als irgendein Entscheider. Ne? Und man glaubt kaum, dass es gehen kann, aber es funktioniert wunderbar. Ne? Und wenn man in den Betrieb heute kommt und mit den Leuten spricht, spürt man auch, dass da viel freier zugeht. Also normal im klassischen reichen Unternehmen, wenn da der Chef vorbeikommt, dann setzen sich Leute gerade an den Schreibtisch und tun sie, als täten sie was. Ne? Das findet da gar nicht statt. Die gehen da ganz offen, ganz locker miteinander um. Da spürt man eine andere Kultur. Ne? Oticon ist heute sehr erfolgreich. Ne? Die haben so einen Kulturwandel geschafft, aber das gelingt relativ selten, muss man zugeben, weil das geht oft nur, wenn es wirklich eine Firma mit dem Rücken an der Wand steht, wenn es gar nicht mehr anders geht. Während so in guten Zeiten ist es schwierig. Ne? Und das Problem ist sowieso, dass der gefährlichste Faktor für ein Unternehmen ist der eigene Erfolg. Ne? Also, solange ein Unternehmen erfolgreich ist, erkennen sie nicht die Notwendigkeit zu solchen Veränderungen. Ja, Google ist ja auch gerade dann wieder, gibt es ja auch viele Klagen, dass da zu viele Projekte und zu abgeschirmt und zu viel herrichten. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne.